Ja, moin. In unserer Facebook-Community, da haben wir den User HiFiRe. Der HiFiRe heißt mit Vornamen Bastian. Und der Bastian ist E-Mountainbiker und hatet quasi unter all unseren Gravel-Posts mit Kommentaren wie diesen. Und um eben diese Vorurteile von Bastian zu widerlegen, habe ich ihn angeschrieben, hier zu uns eingeladen nach Aachen, habe für ihn ein Bombtrack Gravelbike besorgt und ja, ich gehe jetzt mal mit dem Bastian eine Runde graveln und schau mal, ob er sich überzeugen lässt vom Thema Graveln. Wir werden es sehen. Guten Morgen. Ich sitze jetzt gerade im Auto, werde jetzt nach Aachen fahren zu Bike Components. Da ist so einer, der heißt Robin und der will mir mal erzählen, dass Gravelbikes voll toll sind. Ich halte das für Quatsch, denn Gravelbikes sind eigentlich Rennräder mit komischen Reifen oder Mountainbikes mit seltsamen Lenker. Ich bin mal gespannt. Er meint, er kann mich überzeugen, dass die Dinger Spaß machen. Nein. Also, bis später. Noch vermisst der Basti seine 180 mm Federweg und den Motor. Ja, Bastian, deine erste Stunde Graveln in deinem Leben ist jetzt rum. Ja. Mal ein kleines Zwischenfazit, wie war's? Fazit: Fährt sich halt wie ähnlich wie ein Rennrad, würde ich sagen. Nicht ganz so unkomfortabel. Ist schon etwas bequemer, kann man dazu sagen. Sicherlich durch die dicken Reifen. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen was wegdämpfen. Genau, also das wäre eine nächste Frage. Wie ist der Dämpfungskomfort beim Rad? Überraschend gut? Ja, doch überraschend gut. Also solange es nicht zu ruppig wird, bin ich echt überrascht. Auch wenn es ungewohnt ist, mal so ein ganz steifes Rad zu fahren. Lenker ist komisch, Bremse ist komisch. Bin ich nicht so gewohnt. Gefällt mir am Mountainbike besser. Mhm. Ja, aber ich bin dafür. Ja? Weiter vorne rein. Weiter? Ja, und weiter geht's. Hier, Bastian, 35 Kilometer Gravel, eine Menge Höhenmeter. Kommt mal hoch rein. Und ich muss auch zugeben, ich bin auch ein bisschen K.O., also das Geläuf war heute schon. Nett, dass du das jetzt auch so vorheuchelst, dass wir anfangen. Nee, also es war schon wirklich in dem Matsch heute, war schon nicht ohne, muss man ganz ehrlich sagen. Schon erschwerte Testbedingungen. Aber erzähl mal, wie war es denn für dich? Ja, erstmal total wackelig auf den Dingern. Nee, ist ja irgendwie viel zu klein, viel zu schmal alles. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und ja, wenn das so glatte Flächen sind, so Schotterwege und so weiter, dann fühlt man sich da auch ganz wohl drauf und dann geht es auch ohne Motor relativ gut voran. Für bergauf hätte ich mir jetzt irgendwie noch etwas bessere Übersetzung gewünscht für meine alten Elektrobiker-Beine. Was hat dich denn am meisten überrascht? Das, ja, diese Leichtigkeit dieses Rades und sehr steif und direkt. So würde ich das definieren. Manchmal etwas zu steif, weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin. Und ja, wenn man da so reintritt, das ist halt direkt in Vortrieb umgewandelt. Und das ist schon was ganz anderes, muss man schon echt sagen. Klar, habe ich den Motor vermisst an den Anstiegen, der mir dann halt noch ein bisschen gerade oben, wenn dann die Power langsam nachlässt, dann nochmal den kleinen Schub gibt. Also einer deiner Hate-Kommentare war ja immer, Mensch, das ist doch im Prinzip nur ein Rennrad mit Mountainbike-Reifen. Ja, aber Rennrad wie bewertest du das denn jetzt? Ist es ein Rennrad mit Mountainbike-Reifen? Nein, also Rennrad, die sind irgendwie von der Geometrie, ich bin da jetzt kein Profi, aber die fühlen sich irgendwie anders an. Das ist schon etwas komfortabler für den Einsatzzweck, sage ich mal. Auch von der Sitzposition her, du hast nicht die krasse Sitzüberhöhung, das Rad ist nicht so lang. Ja. Das ist, und wenn du jetzt definieren müsstest, für welchen Einsatzzweck würdest du dein Gravelbike wählen? Um lange Strecken zu fahren, die ein Rennradfahrer ja auch machen würde, so zum Trainieren,
Aber ich mag halt keinen Straßenverkehr und da ist das dann genau das Richtige. Das heißt, ich bin weit weg von den Straßen, ja, von dem Lärm, von den Abgasen und kann dann im Grunde genommen wunderbar diese Waldautobahnen fahren. Genau. Also dürfen wir Gravel weiter leben lassen? Ja, ich bin mal nicht so. Also es fällt mir nicht ganz so leicht, das jetzt so zuzugeben. Ist ja, ne? Aber was soll ich machen, ne? Nein, es hat schon Spaß gemacht. Wirklich. Das hat, ja, okay. Also, ja, es ist ja schon einige Wochen, die wir uns da über die Kommentare gegenseitig... Immer noch mal, die Sprüche wirst du weiterhin bekommen, nicht, dass du Entzugserscheinungen kriegst, das möchte ich ja nicht. Hauptsache Fahrrad fahren. Das macht Spaß. Das ist mal ein schönes Schlusswort. Darauf. Tag bei Bike Components beendet. Es wird dunkel. Den ganzen Tag gegravelt. Viel Spaß gehabt. Und jetzt bin ich echt im Arsch. Bin froh, zu Hause zu sein, werde mich gleich auf meine Couch bewegen und dann nur noch weggehen, um ins Bett zu gehen. Denn ohne Motor ist echt hardcore, aber es hat richtig Spaß gemacht. Auch wenn das Fahrrad eigentlich ein schlechtes Mountainbike war. Ja, danke ans Bike Components Team, weil so einen einmaligen Tag, den hat man nicht oft. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.